Kommendes Jahr soll die Bilderkonferenz bereits zum zweiten Mal in Tirol im Interalpenhotel in Telfsbuchen abgehalten werden. Laut Wikipedia ist die Bilderberg-Konferenz ein informelles, privates Treffen von einflussreichen Personen aus Wirtschaft, Militär, Politik, Medien und Hochschulen und Adel. Zum ersten Mal wurde die Konferenz im Mai 1954 auf Einladung von Prinz Bernhard der Niederlande in dessen Hotel der Bilderberg in Oosterbeek in den Niederlanden veranstaltet. Der Name Bilderberg wurde vom ersten Tagungsort übernommen. Die Tagesordnungspunkte sowie die Teilnehmerlisten werden erst nach einem Treffen den internationalen Presseagenturen zugänglich gemacht. Im Falle einer Demo gegen die Bilderberg-Konferenz in Tirol wird natürlich der Einsatz der Polizei zum Schutz internationaler Lobbyisten, welche fern von jeglicher Transparenz über Themen sprechen, welche das Volk, die Öffentlichkeit, die Menschen betreffen, vom Volk selbst, also vom Steuerzahler bezahlt. In meinem Herzen ist das illegal und ich hoffe, dass die aufgeklärten Bürger Österreichs nächstes Jahr ein Zeichen setzen werden, dass wir die Bilderberg-Konferenz nicht tolerieren und bedingungslose Transparenz des Treffens fordern oder ein Versammlungsverbot für geheime Treffen von Lobbyisten unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Wir müssen endlich realisieren, dass getarnte NSA-Abhörantennen und geheime Wirtschaftsabkommen nur die Spitze des Eisbergs sind. Wenn man nicht auf die Straße geht und versucht, seine Brüder und Schwestern aufzuklären, hat man noch immer nicht die Lage unserer Zivilisation begriffen. Das Wort Okkult kommt vom lateinischen Occultus, verborgen, verdeckt, geheim. Wir werden von einer okkulten Gruppe von Lobbyisten unterdrückt, welche nicht im Interesse des ganzen lebenden Organismus Menschheit handeln. Diese neue Weltordnung des Kapitalismus will disinformierte moderne Sklaven, welche unempathisch das Gefängnis, in dem sie leben, weder sehen noch spüren können. Sie wollen Menschen, die zu einem der größten religiösen Feiertage, zumindest in unserem Breitengrad, nämlich am Heiligen Abend, betäubt von kapitalistischen Konsumritualen, völlig den Kern der Metapher eines Avatars vergessen, der sich gegen das Geldsystem und die Banken auflehnte, sich mit einer Gruppe von Gleichgesinnten gegen das System stellte, die Außenseiter und Randgruppen unserer Gesellschaft mit offenen Armen begrüßte und integrierte, ja ein pazifistischer Anarchist war und die Werte von Empathie und Nächstenliebe propagierte. Der Beweis, wie so eine Metapher vom vollen Potenzial des Übermenschen im Bewusstsein der Menschen manipuliert wurde und Dinge wie die Vatikanbank, Missbrauch von Kindern durch sogenannte spirituelle Führer hervorbrachte und das Töten und Verfolgen von Menschen im Namen eines Avatars, zeigt, wie sehr unsere Gedanken und dadurch unser Handeln von unterschiedlichen Institutionen beeinflusst, ja manipuliert wird. Das ist jetzt eine offizielle Liste vom Bilderberg-Treffen 2014, die an die Presse mitgegeben wurde, um welche Themen es ging. Ist die Erholung der Wirtschaft nachhaltig? Wer wird für die demografische Verschiebung zahlen? Gibt es überhaupt eine Privatsphäre? Wie besonders sind die Beziehungen betreffend Teilung der Geheimdienstinformationen? Große Veränderungen in der Technologie und Arbeitsplätze. Die Zukunft der Demokratie und die Falle der Mittelklasse, Chinas politischer und wirtschaftlicher Ausblick, die neue Architektur im Mittleren Osten, Ukraine, was kommt als nächstes für Europa, aktuelle Geschehen. Die Listen sind natürlich irrsinnig lang von den Leuten, die da mitmachen. Ich möchte jetzt nur ein paar Leute beim Namen nennen, die schon bei der Bilderberg-Konferenz waren oder öfters dort waren. Ich werde jetzt die Jahreszeiten nicht dazu sagen, weil sonst sprenge ich den Zeitraum. Aus der Schweiz, Josef Ackermann, der ist der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bank AG. Peter Brabeck Lettmatte, der ist auch aus der Schweiz und Wirtschaftspräsident der Verwaltungsrate von Nestle. Bill Gates, kennen wir alle. Eric Schmidt ist aus der US Chief Executive Officer der Firma Google. David Rockefeller. James David Wolfenson, USA. Ja, ja, die kommen alle, die Österreicher. Ja, die kommen alle. Ich kann nicht mal alle vorlesen, weil sonst wird das so Ewigkeiten dauern, aber das ist nur eben, wie gesagt, der Spitzel des Eisbergs, über den wir hier sowieso noch reden können. James David Wolfenson, USA-Politiker, Präsident der Weltbank von 1995 bis 2005,
Paul Wolfowitz, USA-Politikpräsident der Weltbank von 2005 bis 2007. Robert Zöllig, USA-Politikpräsident der Weltbank seit 2007. Bill Clinton, Gerald Ford, USA-Politikpräsident der Vereinigten Staaten von 1974 bis 1977. Was? Okay. Henry Kissinger, David Petraeus, der ist der Direktor der CIA gewesen von 2011 bis 2012. Timothy F. Geithner, der Finanzminister der Vereinigten Staaten seit 2009, ehemaliger Präsident der Federal Reserve Bank of New York. Condoleezza Rice, Matthias Döpfner, Deutschland Medienvorstandsvorsitzender des Axel Springer Verlags. Josef Zschoffe, Deutschland Medienchefredakteur der Zeit. Joschka Fischer, Walter Scheel, Deutschland Politikpräsident der Bundesrepublik Deutschland 1974 bis 1979. Helmut Schmidt, Angela Merkel, Wolfgang Schäuble, Guido Westerwelle. So Österreich, Heinz Fischer, Werner Faymann, Andreas Treichel, Oskar Bronner. Willibert Kernko, Österreicher Wirtschaft, seit 2009 Vorstandsvorsitzender der UniCreditBank Austria. Walter Ronsteiner, Generaldirektor der Raiffeisen Zentralbank. Hannes Androsch, Unternehmer und Ex-Finanzminister. Peter Jankovic, Diplomat und Außenminister, SPÖ. Franz Vanitzky, Martin Bartenstein, Alfred Gusenbauer. Ja, kann gar nicht jetzt alle auch vorlesen. Also jeder, das sind die offiziellen Listen, die offiziell vom Bilderberg hergegeben werden. Das vorher waren auch die offiziellen Themen. Und ist ganz wurscht, ob sich die nur auf einen Café dort in das Tiroler Hotel hauen oder nicht. Es sollte einfach illegal sein, dass Leute, die so viele Macht über die Öffentlichkeit haben, über das Volk, über die Menschen, sich geheim treffen dürfen und dann noch mit Steuergeldern beschützt werden. Und ich hoffe, dass wir bis Juni Zeit finden, dass wir da echt eine große Gruppe zusammenbringen, die auch nach Tirol fahrt und dass wir zeigen, dass wir dagegen sind. Danke. Ah, und ich möchte auch, ich werde mir noch einen shorten Namen für das überlegen, damit man es dann auf change.org auch besser findet. Ich werde das nächsten Montag euch dann sagen. Ich werde eine Online-Petition auf change.org starten, wo eben die Leute sich gegen die Bilderberg-Konferenz aussprechen. Danke. Der Anton, Tag der Wahrheit. Ja, ich wollte zuerst damit beginnen, was ich heute in der Zeitung im Kurier gefunden habe, ganz vorne unter Guida, nämlich dass der Otto Schenk dazu aufgerufen hat oder also dazu ermuntert hat, wieder laut aus Büchern vorzulesen, und zwar am besten in der U-Bahn. Ja? Und ich habe das auch schon öfters gemacht mit einem Freund zum Beispiel, also in Schnellbahnen, U-Bahnen, Kaffeehäusern etc. laut aus Büchern vorzulesen, unter anderem vom Kinski, der Erdbeermund. Aber das ist jetzt natürlich ein Schmankerl, jetzt, was ich sage. Wichtig ist, aus politischen Büchern vorzulesen. Nicht? Also was wir am Anfang gehabt haben, der Jürgen Roth, der stille Putsch. Da könnte man in U-Bahnen, zum Beispiel in diesen langen U-Bahn-Zügen, wo es keine Unterbrechungen gibt, laut und deutlich vorlesen. Und da hören die Leute zu, das weiß ich, denn ich habe dahingehend auch eine gewisse Erfahrung. Ja? Oder Dirk de Vleck, die vierte Macht, das wäre auch ein Beispiel, also gewisse Passagen vorzulesen, wo der Journalismus heute steht und ganz explizit darauf hinweisen. Ja? Also das bringt was, weil da hören die Leute zu, da spitzen sie die Ohren. Also nicht nur beim Erdbeermund vom Kinski. Ja. Und ja, dann Tag der Wahrheit, da möchte ich darauf aufmerksam machen und ich hoffe, es schauen über Facebook und so weiter viele zu. Nämlich die Wissensmanufaktur hat aufgerufen über die Eva Herrmann, den Journalismus am 3. Oktober aufgerufen zu streiken, ja, also die Arbeit niederzulegen am 3. Oktober, Tag der Wahrheit, ja,
Und ich werde insofern auch in Redaktionen, man kann ruhig sagen, eindringen. Ich habe das vor zwei Wochen schon gesagt. Oder zum Beispiel nicht unbedingt in die Redaktionen, aber zum Beispiel unten im Kaffeehaus beim Kurier, das ja bekanntermaßen jetzt ein paar Meter neben dem neuen Raiffeisen-Gebäude liegt, in der Mutgasse, wo sie alle zusammen sind, Krone-Zeitung, Kurier, Raiffeisen, und dort verteilen, Pamphlete verteilen und auch auf den Tag der Wahrheit aufmerksam machen, am 3. Oktober. Ja? Also Wissensmanufaktur, Eva Herrmann hat darauf aufmerksam gemacht und ich halte das für sehr wichtig auch. Ich hoffe, es machen viele, viele mit und die Nachricht verbreitet sich. Ja, also das möchte ich gesagt haben. Ich lege meinen Beitrag dazu, also ich mache meinen Beitrag dazu, indem ich auch in die Öffentlichkeit gehe, also in Universitäten, Redaktionen und versuche auch das Mikro zu ergattern. Denn wenn man von Seiten, ich habe das vor zwei Wochen schon gesagt, wenn man die Leute versucht von, also an großen Toren vor Bahnhöfen oder Universitäten oder Redaktionen anzusprechen, ein Material in die Hand gibt, Broschüren und wenn es noch so wesentlich interessant ist, die Leute übergehen es, mehr oder minder, in aller Regel. Ja. Wenn man allerdings direkt das Wort ergreift, zum Beispiel im Audimax sich das Mikro ergattert zu einem günstigen Zeitpunkt, wo schon alle gelangweilt sind durch irgendeinen langen Vortrag, ja, einen wissenschaftlichen, ja, weil die sind ja so gestaltet, dass die Leute mit offenem Mund dann irgendwann da sitzen. Nicht? Wenn man da energische Schritte setzt und das Mikro ergattert, dann kann man sehr die Aufmerksamkeit erreichen und vor allem, dass die Leute auch zuhören und danach sprechen sie einen an. Dann kann man ihnen wirklich Material in die Hand geben. Im Gegensatz dazu, wenn man sie irgendwo an irgendwelchen Eingangshallen oder sonst wie anspricht. Ja? Also das halte ich für einen psychologischen Schritt und der funktioniert auch. Nicht immer, aber sehr oft. Das sind meine persönlichen Erfahrungen und dazu möchte ich aufrufen, und auch eben zum Tag der Wahrheit am 3. Oktober, wo jetzt der Journalismus im gesamten Land sehr gespitzt die Ohren haben sollte, also was ich da jetzt sage. Gell? 3. Oktober, Tag der Wahrheit, legt die Arbeit nieder, ja? um gegen die Lügen vorzugehen, ja? Was Ken Jebsen auch sehr schön in seinen Reden immer